Und willkommen zurück zu Tag 4 in Do Not Feed the Monkeys. Ich habe ja Geld bekommen. Crystal Kitchen kämpft für seine Rechte in einer kürzlich abgehaltenen Videokonferenz. Schwor der Sprecher des Verbands, der sich für die Sanierung des Viertels einsetzt, dass wir Anwohner nicht ruhen werden, bis wir unsere Würde zurückhaben. Muss ich hier noch weiter Autokennzeichen suchen? Ich glaube nicht. Ne? Ich habe ja alles, was ich brauche an der Tankstelle. Das hier wird noch interessant. Lass mich noch mal reingucken. Die Droge DCB, ein Problem für die öffentliche Gesundheit. Verstehe. Ach, das sieht aus wie Crack irgendwas. Wa? Pfeife, Tropfen, Feuerzeug. Okay. Walker ist von seinem Sieg überzeugt, wie auch immer das ist. Es ist fantastisch, die Benachteiligten sind untereinander alle gleichermaßen benachteiligt, erklärte der Finanzminister. Gleichstellung ist und bleibt eine oberste Priorität dieser Regierung. Das finde ich gut. Vereinigung hatten wir hier schon alles gefunden. Crystal Kitchen, das hatten wir schon, ne? Viertel. Manipulation. Medien der Kritik, nee, Viertelanwohner, ich glaube, nee, das bringt alles nichts. Bruderschaftsmauer bald Realität. Die Mauer wird im Diamond Park vom Rest der Stadt trennen. Auf jeden Fall ist das eine neue Nachricht. Aber wie können wir den erpressen? Muss doch irgendwie machbar sein. Ich guck mal nach meinen Mails. 2 Hotdogs für einen, ist sehr gut. Da gehen wir hin. 50% Rabatt ist super. Und Frage 5. Wie lautet die Adresse von Käfig 5? $120. Krass. Wie viel Zeit habe ich dafür? 5 Tage. Schon wieder Hunger, unglaublich. Was ist hier mit einer Tür? Oh, der Postbote, hallo. Ich bringe ein Paket für Wohnung 36. Ich bringe ein Paket für Wohnung 36. Ja. Das ist hier. Sieht aus wie eine 36. Nun, in dem Paket. Rote Blume, deiner Karte. Hier sind deine Lieblingsrosen, mein Schatz. Nicht wieder essen. Nein? Doch, klar. Verkaufe ich. Hier klopft jemand oder ist es bei mir? Nein, ist hier. So, hier kommen weiter Autos. Braucht man nicht. Bringt das Essen. Achso, ja, er bringt das Essen. Okay. Ja, großartig. Herzinfarkt-Hühnchen und Kamikaze-Wings. Angelus Heaven. Und mit leckerem Herzmuskel-Dip. Oh, ich muss, glaube ich, ich muss mal schlafen. Ist nicht drin, die Küche kommt mit der Arbeit nicht hinterher, seit dieser Zeitungsartikel über unseren Laden erschienen ist. Ich habe nicht gesehen, was da fehlt. Es tut dir da rein, dass das Zeug so abhängig macht. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass die geheime Zutat in Holzkisten geliefert wird. Mit der Warnung leicht entzündlich drauf. Okay, wenn ich da anrufe und was bestelle oder da arbeite, ja, einen Job annehmen als Lieferjunge in dem Laden, dann finde ich raus, wo der wohnt. Vielleicht, wenn er jeden Tag bestellt. Sein Geld können sie vergessen. Ich wollte Hotdogs bestellen. Ich muss aber auch schlafen. Wie viel Geld haben wir? Ausreichend. Ich kaufe hier... Keine Ahnung. So viele? So? Ja, nee, ich glaube Tankstelle... So, wir können... Angelus Heaven suchen. Wir haben die Telefonnummer. Und dann rufen wir einfach mal an. Himmel, Arsch und Zwirn.
Ja, dauernd klingelt das Dreckstelefon. Anthony, da ist wieder ein Schlucker am Telefon. Ich habe genug zu tun. In meiner Küche ist alles voll Federn, Eingeweiden. Also geh ran hin, dann musst du ja wenigstens hochbekommen, Schlappschwanz. Lieferservice, Angelos helfen Anthony am Apparat. Einen Moment bitte. Ich bin auch schon dran, du alte Hexe. Halt mal die Klappe und mein Problem geht niemand was an. Da bin ich wieder. Wir sind im Moment sehr beschäftigt, also nehmen wir nur Bestellungen von unseren Stammkunden entgegen. Geben Sie mir Ihren Namen und ich suche auf der Liste. Ah, shit, wir brauchen den Typen. Keine Antwort. In Wirklichkeit bin ich neuer Kunde. Neuer Kunde kommt nicht in Frage, kein Essen. Oh, unglaublich. Das kann mir echt nerven. Okay, wir müssen rausfinden, wie der Typ heißt. Also, Anwohner Crystal Kitchen. Ja, also, geht doch. Rick Stevens. Saving the Hood. Ausgezeichnet. Ja, Moment. Lieferservice. Rick. Oh, hallo, Mr. Stevens. Was möchten Sie? Wollen Sie das Übliche schicken? Das macht dann 14, wie immer. Ich möchte, dass Sie meine Adresse durchgeben, zur Sicherheit. Wenn Sie damit, ich soll Ihre Adresse dann durchgeben? Sie schicken bis zum Hals in Arbeit, dann sind Sie etwa Probleme mit der Lieferung? Ja, genau, ich wollte sicher gehen, dass die Adresse richtig ist. Oh Gott, ja, Evelyn Street 17, okay. Das ist richtig, alles gut. Also wenn das stimmt, dann muss das Problem mit Ihrer Bestellung der idiotische Lieferbote sein. Ich werde ihn zur Rede stellen. Ich hätte ihn schon lange feuern sollen, aber meine Frau hat Gefallen an diesem Idioten gefunden. Das macht mich alles krank. Ich lege jetzt auf, ich habe irgendwie keinen Hunger mehr. Warum, lieber Gott, wir schicken das mal zur Arbeit. E-Mail beantworten möchte ich gerne. Zack. Evelyn Street. Okay. Oh nein, der wird jetzt überprüft. Bestellung Trinkgeld. Langweilst du dich? Schockierende Dinge können im Restaurant passieren, in dem nur Maschinen speisen. Keine Ahnung. No! Ich wollte doch noch mit Rick sprechen. Oh, shit. Oh, Mann. Ich hab's verkackt. So, wie kriegen wir hier jetzt Kohle raus? Achso, wir wollten mit Kimberly schnattern. Heißt sie so? Kim. Hallo. Ja, hallo. Hier ist die Kimberly. Hex Survival Store Chat. Kimberly hier. Was ist los? Ich weiß, wer dieser berüchtigte Psychotracker ist. Ja, wieder so ein Internetgerücht. Wir sind seit Wochen hinter den Perversen her. Aber die Miliz braucht Beweise. Beweise. Bisher haben wir nur falsche Hinweise bekommen. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass wir falsche Personen foltern und dass wir die falsche Person an die Polizei übergeben haben. Sich für einen wahren Patrioten willst du uns helfen? Wunderbar, aber wir werden nichts mehr tun ohne handfeste Beweise. Also, was hast du für uns? Ich schicke dir das Video. Datei gesendet. Mal sehen. Das ist, ja. Erstens, endlich haben wir diesen perversen Hurensohn. Das Wichtigste ist, wir haben sein Nummernschild. Ich werde es allen Mitgliedern der Miliz. Ah, nein, Quatsch. Oh, okay. Ich werde den Kühlschrank mit Bier auffüllen. Heute Abend wird gefeiert. Ich hatte gedacht, das ist natürlich das Richtige. Aber wenn ich in meinen Notizen das falsche Nummernschild habe und es weitergebe, wird irgendjemand anders jetzt. Aber dem Video ist logischerweise das Richtige. Käfig 7 wird überprüft. Mist. Ich wollte Kohle rausholen aus dem Typen. Oder aus ihr, dass sie bezahlt dafür, dass ich... Ach, Mann. Ich suche nach Jäger im Barrett County. Und hier irgendwas? Nee. Seltene Tiere könnte man da vielleicht beobachten.
Hey Pete, danke, dass du nochmal vorbeikommst. Hi Mom, Jane hatte einen Unfall. Hast du was zum Knabbern, was Spitzes? Was? Geht's dir gut, Pete? Ja, das ist nur die Hitze. Dieses Wetter bringt mich noch um. Dieser Schwindel. Also wo sind die Stacheln zum Knabbern? Ist doch sicher auch Hunger. Ich würde gerne was Schönes aufzeichnen noch, dass ich da vielleicht noch was hochladen kann ins Internet auf YouTube. Jane ist von der Schaukel gefallen, aber ich weiß nicht. Sie ist ganz von allein runtergefallen, verdammt. Du machst mir Angst. Ich werde jemanden von der Vereinigung anrufen, der dich ablöst. Niemals nein, mach dir keine Sorgen, es ist nur ein Hitzschlag. Wie du willst. Wie ist es in Crystal Kitchen gelaufen? Großartig, die Anwohner kämpfen immer noch hart für das Viertel. Ich möchte das Jane immer lieber als mich, aber sie ist ganz alleine heruntergefallen, ich schwöre. Wir können auch nichts hochladen, ne? Ich kann mir das Video nicht angucken, was ich aufgenommen habe. Das ist echt blöd, das ist gelaufen. Gegessen hier, die Kiste. Dann kaufe ich mir neue Käfig. Oh, noch ein. Oh, da sind Kornkreise. Krass. So, die beiden gibt's morgen. Haben wir noch irgendwo was? Da haben wir Live-Musik. Auch nicht besonders. Kornkreis suchen. Mysteriöse Ereignisse spielen sich auf unseren Feldern ab. Geheime Botschaften. Man soll Stefan Sentinel anrufen. Kornkreiswächter. Mache ich morgen. Bin echt müde. Haben wir noch einen Job? 8 Stunden schaffe ich jetzt nicht. Ich glaube, 6 Stunden Schlaf probiere ich mal aus. Ja, fast voll. Das ist okay. Wir haben extrem viele Hot Dogs. Aber wir müssen auch Obst essen. Jetzt können wir Tellerwäsche, aber das sind halt 10,50 pro Stunde. Hier ist noch weniger, aber ich mache das dann. Wenn es jetzt kein anderes, besseres Angebot gibt, dann muss das eben sein. So, Käfig 5 ist geschlossen. Paar wurde in einem LKW verbrannt aufgefunden. Crystal Kitchen verliert seine Stimme. Unsere Forderungen haben seinen sehr mächtigen Mensch verheert und wir fürchten das Schlimmste, sagte ein Mitglied der Anwohnervereinigung, für deren Sprecher der Vermisste war. Paar wurde in einem LKW verbrannt aufgefunden. Die Pflanze sieht sehr schlecht aus. Hast du die Wölfin im Fernsehen gesehen? Sag einfach, was du willst. Haben wir Kohle? Ja, wir haben Kohle. Guthaben auf dem Handy. Das ist einfach immer eine andere Ausrede. Viele E-Mails. Clubbewertung ist heute. Ist alles gut. Heute ist wieder Obst zu meinem Preis. Okay. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Also wir haben halt Geld bekommen dafür, dass wir das ausgeplaudert haben. Aber ich fürchte, ich habe nicht das Maximum rausgeholt. Also ich würde die Leute gerne ausquetschen. Ja, und so. Hallo, Patriarch. Die Miliz, danke. Das Wissen, danke dir. Wir haben diesen Perversen zur Strecke gebracht. Jetzt ist Heaven Hells wieder ein sauberer und sicherer Ort. Melli, geht es Ihnen gut? Du vertretest die Jungs, die ich habe gefeiert.
Ich habe dich geschnappt, den Psychotracker. Das ist der Grund, warum wir dich belohnen wollen. Mich belohnen? Wie? Ja, wir hatten ein Meeting. Wir haben es diskutiert und dann, nachdem wir ein paar Bier gehabt haben, haben wir die Entscheidung getroffen, den Chat-Avatar auf unseren Rücken zu tätowieren. Was soll denn nicht wirklich, oder? Ich weiß, dass du aufgeregt sein musst. Du musst nichts sagen. Das ist der beste Dank, den wir uns vorstellen können. Und jetzt werden wir an dich denken, wann immer wir unsere Rücken anschauen. Hast du dich gesehen, oder? Bis dann, Patriot. Danke für alles. Ja. Blöd. Was haben wir? Wir haben das. Die Leute schreiben hier. Auf mehreren Schreibmaschinen, Kaffeemaschinen. Und. Müllhalde mit Autoreifen, soweit das Auge reicht. Passiert also jetzt auch nicht viel. Die Sache mit den Kornkreisen. Nummer 3 ist das, oder? So, Stefan. So, können wir nach dem, wenn wir den suchen, dann kommen wir auch nur auf den seine Infoseite. Okay. Hier passiert was. Pausi. Toll, Kollegen und Kollegen. Wie geht's euch? Tja, also wisst ihr, ich bin mir bei einem Satz nicht ganz sicher. Wie spannend, der Neuling hat eine Frage. Ah ne, und seine Fragen. Das Rätsel des Leids kann durch eine tiefgreifende Dekonstruktion des Gewissens gelöst werden. Dekonstruktion? Halt, Obacht, Vorsicht, du benutzt da einige sehr komplexe Wörter, du möchtest, Juan. Nabokov, was zum Teufel glaubst du, was du da schreibst? Wieder so einer, der den Nobelpreis für Selbsthilfeliteratur gewinnen will. Komplizierte Wörter erschöpfen unsere Leserinnen und Leser. Sie werden es nicht einmal auf die zweite Seite schaffen. Okay, ich überarbeite das nochmal. Tipp. Und dann... Mal sehen, was haltet ihr hiervon? Wenn du weißt, wer du bist, wirst du ein langes und cooles Leben führen. Genauso. Nahezu perfekt. Ein Hoch auf einsilbige Wörter. Denk dran, Regel Nummer 1, verwende sehr, sehr einfache Wörter. Okay, vielen Dank für den Tipp. Weißt wirklich, was du tust. Erfahrung. Eine Frage der Erfahrung. Komm schon zurück an die Arbeit, die Hexe ist bald da. War nicht Obst im Angebot? Können wir 20 mal Obst? 20 mal Obst. Ich gehe ja so selten raus, dass das schon okay war. Die hier, die angebliche Hexe, schon da nehmen. Tja. Was sind das? Die 80er jetzt. Tja, die sind fleißig am Schreiben. Aber es passiert gar nichts. Ja, okay, sehr gut. Danke fürs Bescheid sagen. Wie, was? Achso, der ist am Telefon. Kolleginnen und Kollegen, jemand aus dem Büro von Fiona Bates hat gerade angerufen. Sie wird jeden Moment hier sein. Die Hexe kommt, okay. Die Chefin. Die Schlampe. Schauen wir mal, wie es hier läuft, ihr Faulpelze. Igitt, hier stinkt es total nach Schweiß. Nun ja, die hygienischen Bedingungen hier sind leider nicht. Halt dein verdammte Klappe, du Versager, unterbrich mich nicht. Und wo zum Teufel bleibt mein Selbsthilfebuch? Oh, das können wir aufnehmen. Wir arbeiten daran, Chefin. Machen Sie sich keine Sorgen. Und wer bist du, der Sprecher dieser Versager?
Was? Sie kennen mich doch. Ich bin Gas. Ich habe in vergleichender Literaturwissenschaft promoviert. Oh, hört alle her. Ich bin Mr. Nutzlos, Doktor der Schnarchliteratur und mit einem Master in Exkrementen. Du bist derjenige, der ein Fondue aus meinem Urin fressen wird. Wenn mein Buch nicht rechtzeitig fertig ist, hast du das verstanden, Gas? Oh, das war die richtige Aufnahme, glaube ich. Ja, gut. Ja, Chefin. Meine Leser warten auf das neueste Buch der großen Fiona Bates, also bewegt eure Ärsche. Ja, Chefin. Es widert mich an, euch einen nutzlosen Haufen anzugucken, bla bla bla. Und damit meine ich jeden einzelnen von euch. So, jetzt muss ich weiter. Fiona Bates. Die Koryphäe des Selbsthilfebuchs öffnet uns ihr Herz weise, gutherzig, einfühlsam und ausgeglichen. So würden wir unseren Gast beschreiben. Ich will nur all das Gute zurückgeben, das mir die Welt gegeben hat, sagt sie uns im Interview. Ich liebe jedes Lebewesen, ich liebe sogar unbelebte Gegenstände, erzählt sie, während sie einen Stein streichelt. Das ist es, was mich motiviert, meine Bücher zu schreiben. Warum kriegen wir bei anderen Leuten, wenn wir den Namen suchen, die sofort die E-Mail-Adresse raus? Körpersäfte. Kein Treffer. So, Kaninchen. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas passiert. Nachtsicht wäre cool. Auf Stufe 2. Das ist ja morgen der Fall. Ne? Heute ist Tag 5. Dann wird es hier nochmal... Ach, ich habe den Stefan vergessen. Ich würde sehen, hier sind noch so ein paar Sachen. Kann man nach Gas suchen. Berühmter Antennenmann Gus Lambert ist tot. Seine verkohlten Überreste wurden in einem Wald in der Nähe seines Hauses gefunden. Gustav Lambertson, 42, erlangte zweifelhaften Ruhm, als er behauptete, er könnte über einen Empfänger aus Aluminiumfolie mit Wesen anderer Dimension kommunizieren. Nach Angaben seiner Nachbarn hat der Verstorbene sein Haus einige Stunden vor seinem Tod bei einem extrem heftigen Gewitter verlassen. Das ist ungünstig natürlich. Wann suchst du uns einen neuen Geldgeber, Gas? Geduld, Kollegen, Kollegen. Fiona Bates ist alles, was wir im Moment haben. Aber denk positiv. Ist es nicht toll von unserer Kreativität zu leben und mit dem Schweiß unserer Hände einem ehrlichen Handwerk nachzugehen? Wenn es eine Frage des Schweißes ist, dann haben wir jedenfalls mehr als genug. Auf dem Weg nach draußen bekommen wir wie immer unseren Lohn. Schlaf gut. Wir sehen uns morgen um 10.30 Uhr. Auftragsschreiber. Gas. Jawohl, Künstlervereinigung, Jobbörse. Gustav Jenkins. Über mich, bla bla, Kontakt sowieso. Ich rufe gleich an. Keine Antwort. Und Scheiß. Ne, ich glaube, danach muss ich nicht suchen. Kummer und Körpersäfte. Körpersaft-Kummer. Ne, ich rufe ihn mal an und gucke, was bei rauskommt. Aber das würde ich gerne noch hochladen. Aber ich würde eigentlich sie anrufen und eben sagen, hier, ich weiß alles über dich. Gib Money. So, Zeit zum Schlafen, glaube ich. 6 Stunden scheint mir okay zu sein. Oh Mann, dann ist die Zeit schon wieder rum. Wie die Zeit vergeht, ist unglaublich. Na dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann morgen an Tag 6 und Level 2 wieder. Bis dann, ciao.